Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Kabin in der Warsaw Mod. Und ich habe gestern eine Quest angenommen und ich habe jetzt aber erst registriert. Wir haben ja Tag, habe ich ja letztes Mal gesagt, 63, wann ist eine Horde? Naja, heute. Vorbereitung, Munition, haben wollen, jetzt, sofort. Machen, tun. Ja. Das heißt, ich muss nochmal hoch, ich muss Sachen verkaufen. Ich muss Munition kaufen. Kann doch nicht wahr sein. Da ist der Horde und der Kabin ist die Horde. Das war ja wohl klar. Nein, ich hab... Nein, nicht verkaufen, Kabin. Mensch. Das verkaufen. Den Stoff brauchst du doch. Hey, du brauchst doch deinen Stoff? Mann. Hey, Concentration bitte, ja? Nee. So, also, all was die an Munition haben, was uns weiterhelfen könnte, hier 9mm und so, erstmal rinnen in der Tasche. Bitte, davon auch alles, was da ist, rinnen in der Tasche. Ich habe sehr, sehr große Taschen, die kann ruhig weitergehen. Die darf ich nicht. Die anderen muss ich nehmen. Gelb ist Pui Baba. Genau. Schön, dass ich bei mir auch den Laufsteg zum Reparieren aufgewertet habe und so. Das wollte ich auch noch machen. Aber ich wollte so viele Sachen machen. Und dann kam die Alpha 22 und hat mich abgelenkt. Genau, ich schiebe es auf der. Die sind daran schuld. Ganz einfach. So ist es. Ja gut, erstmal haben und so. Haben und brauchen. Haha. So, dann haben wir das, dann haben wir das. Ja, wie gesagt, ich brauche jetzt nicht anstellen hier Munition herstellen. Das bringt nichts. Und was soll ich sonst mit der Kohle machen? Die ist ja dafür da, um ausgegeben zu werden. So, warte mal, die 9mm noch ins Zwecken. Das zwickt ja ein schöner. Im Portemonnaie! Thanks for shopping here. Und wie gesagt, ich bin ja nie alleine. Ich habe ja kräftige Unterstützung. Und zwar euch. Ha, Däumchen, Träumchen, meinte ich. Denn Unterstützung ist sehr, sehr... Ihr wollt von euch, also von mir. Von mir für euch. Oder andersrum. Ja, komm doch mal rum. Ich warte doch schon. Geht doch. Ja, das würde ich mich sehr... Sorry, but I've never heard of a ja, ich weiß, Mädel. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ich würde mich immer noch sehr, sehr drüber freuen. Mann, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet. Schönen guten Tag. Endlich ist er mit dem Satz fertig geworden. Ich habe gedacht, er nimmt überhaupt kein Ende. Hallo, dafür kann nichts. Achso, jetzt fehlt mir ja die Kohle. Ja, gut. Ja, gut. Wie gesagt, ich hab zu Hause und ich hab einen Automaten. Uschi, ab nach Hause mit dir. Naja, eigentlich ist ja soweit, war. Also, Munition ist ja da. Ein bisschen ist gut. Die Schocker sind ja auch da. Wie gesagt, die werden nicht ewig halten, aber so eins wie sie künchen schon. Jedenfalls sollten sie das. Dafür sind sie ja da. So, und Uschi, du kommst jetzt erstmal mit drin. Genau. Das lasse ich jetzt so nicht alleine. So. Gut, wie gesagt, den Kern haben wir ja aufgewertet. Der Weg ist jetzt ein bisschen länger. Da sollten eh zwei Zombies rinkommen. Ich hoffe nicht, dass die hier da sich durchfräsen. Alter, die Mogler, die Schweine, die... Also rein theoretisch sollten sie nicht... Hallo, sie! Mann, ich bin ja wieder vorbereitet. Hallo, sie! Aber gut, ich habe ja eigentlich auch die ganze Zeit Munition gespart. Ne? Also ich habe ja die ganze Maschinerie aus. Also da sollte ja noch ein bisschen Munition drin sein. Und wie gesagt, den Rest kaufe ich mir jetzt und stelle ich noch ein bisschen her. Und das sollte funktionieren. Jawohl! Habt ihr gehört? Heute ist Horde.
reißt euch an der Schlüpper. Wir müssen heute zeigen, dass wir drauf haben. Es wird ein langer Tag, wird das für euch. Aber ich bin, mache ich ja für euch. Ist ja alles okay, ist ja alles. Was Mut war? Oh, ich muss die auseinandernehmen. Ich habe ja keinen Bock dazu. Nicht die Bohne. Ja gut, wie sie haben und brauchen, ne? So, warte mal, die Mick auch mit raus, die nehme ich mit raus und die muss ich auseinandernehmen. Das ist die, die ich verballern kann. Ja? Jetzt habe ich mein Inventar noch voller. Das ist immer toll. Warte mal. So, Uschi lasse ich jetzt erstmal hier stehen, weil ich muss die auch reparieren und so. Mensch, nun mach doch mal. So. Und die, außerdem passt die perfekt hierin in den Raum. So, Reparierpakete. Das ist ja mein Achilles. Obwohl, ich habe ja 6 Stück. Die ist ja eigentlich ja nicht so schlecht, aber wie gesagt, wenn, dann wäre besser, aber habe ich ja nicht. Schönen guten Tag. Und zur Reparatur sollte das eigentlich reichen. Sollte das oder wird das? Jetzt sollte. Schönen guten Tag. Also Munitionsverteilung. Warten Sie mal. Nee, erstmal rausholen und dann Schrutze brauche ich. Ich brauche sehr, sehr viel Schrutze. Das brauche ich. Das brauche ich. Hallo, das brauche ich, habe ich gesagt. Und das. Und das bisschen Schwarzpulver, was ich habe. Zum Glück ist es so wenig. Aber das kann ich ja auch gleich mit rausnehmen. Ja gut, wie gesagt, herstellen kann ich ja nichts mehr. Ist ja nichts mehr da. Aber das müsste reichen. Nee, Moment mal, bin ich denn doof? Hier von wegen bin ich vorbereitet. So, na denn, ab nach oben. Und erstmal alles bestücken hier. Stück für Stück. Sagt euch. Naja, gut, so schlecht sieht das ja nicht aus. Wir hatten schon Situationen, da sah es schlimmer aus. Halt. Muss ich noch für oben ein bisschen was herstellen. Nee, ist korrekt. Jetzt lasse zu. Ja, wie gesagt, 700... Ja, komm, das passt schon. Die Hauptsache läuft ja eh erst vorne hier ab. Die Hauptstory-Dings hier. Mensch. Das Hauptgeschehen, Mensch. Das wollte ich sagen. So. Wie gesagt, ich habe ja auch noch mal eine super-duper Knifte, die zwar sehr schnell kaputt gehen tut, aber ich kann mir ja noch keine bessere herstellen. Oder? Nee, konnte mir noch keine bessere herstellen, das ging nicht. So, na denn, ich würde mal sagen, ich fange mal hier an. Nee, ich gehe nochmal runter und hol mir den Stahl. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch wieder. Ich weiß nicht, wie lange das hält. Also 400 dürften nie so lange halten, aber mehr ist nicht. Aber erstmal hier rum. Ach nee, warte mal, die Front sollte ja auf jeden Fall hier. Dass die auf dumme Gedanken kommen und hier versuchen, das wegzuknacken. Also hier vorne muss auf jeden Fall. Aber das wird nicht reichen. Weil ein paar Sachen, wie gesagt, zwar reparieren. Aber wir werden das schon sehen, ob das funktioniert. Und jetzt auf der anderen Seite und dann hier den Zwischengang. Dass sie ja nicht versuchen, hier durchzubuddeln. Da haben sie schon angefangen rumzuknattern. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ach so, siehst du. Das werde ich jetzt auch noch machen. Ich habe den Tipp gekriegt von euch.
Warte mal, habe ich Holz? Nee, habe ich nicht. Ich soll da Sachen rumstellen, wenn das geht. Ich werde das jetzt einfach mal versuchen. Weil, wie gesagt, die Platten, die gehen ja eben ab. Müsste eigentlich funktionieren. Gut, dass es rund ist, jetzt ist es ja nun egal. So, dass es einen doppelten Schutz hat. Ja, ja. Bauen. Nee, 100 reichen erstmal. So, warte mal. Erstmal Ditte und ich brauche Ditte. Jetzt brauche ich Platten, ganz dünne. Ihr sagt, wie dick die sind, sind ja egal. Ist das jetzt mittig oder ist das... Nee, die sind mittig, aber die sind ja jetzt ganz normal, ne? Ja, das müsste sein. Ach, hier oben kann ich das schon ja nicht mehr machen, weil da ist ja die Platte. Na, dann mache ich die weg. Eine Ewigkeit später. So, ich sag mal so, die Schocker sollten jetzt erstmal 1% safe sein. So, jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen verköstigen, weil, wie gesagt, ich muss mich vorbereiten. Ich muss mich vorbereiten, denn die Horde steht kurz davor, uns platt zu machen. Aber was soll's. So. Hab ich hier noch? Nee, hab ich nicht. Ja, doch, ein bisschen. Entschuldigung. Ein bisschen ist noch drin. Das heißt, ich muss noch schnell Kohle rausholen. Vielleicht das letzte Stahl rauspulen. Vielleicht kann ich ja dann doch noch andere Sachen auch schnell fertig machen. Mach euch fertig! Naja, da bin ich mir heute ja nicht so sicher. Achso, Game Stage. Fast vergessen. Wir sind jetzt Level 90. Game Stage, das sind jetzt 352. Ihr killt Zombies. 10.532 Spieler gekillt, also NPCs 41, gestorben 16. Könnte vielleicht heute was dazu kommen, weil, was ich euch nicht verraten habe, ist, wie gesagt, letztes Mal habe ich noch gesagt, Irre und Eiswort, das ist ja geblieben, aber ich habe jetzt auch die Welle auf 64 gestellt. Das heißt, sie werden uns heute die Hütte abreißen. Naja. Aber ich bin ja munitionstechnischerweise immer noch in der Unterzahl. Naja, gut. Achso, ich habe ja doch noch Holz gehabt. Naja. Stahl. Stahl war das, was mir gefehlt hat. Ich muss raus. Habe ich das jetzt eingesteckt? Ich bin so schockiert. Wie ist das noch nicht mal? Ich wollte bloß raus. Ja, habe ich. Wo habe ich denn das? Da ist es. Es wird reichen für das, was ich vorhab. Oh, Alter, mein Auge. Es hat gejuckt. Ein juckendes Auge. Jetzt ist schwierig. Ja, mit dem Eingang. Aha. Mit dem Eingang, wie sieht man? Könnte schwierig werden. Ich mache erstmal hier, wa? Ich glaube, hier ist das ja noch eins. Wichtiger als. Anders. Ne? Wenn die Schocker ausfallen, kann ich mich immer noch verteidigen. Wenn das Ding hier einkrachen tut, eher nicht. Denn ist Feierabend. Jetzt. Achso, die andere Politatur. Ich brauche noch die andere Politatur. Hatte ich da überhaupt noch was? Es war nicht viel, wa? Ist egal. Alles muss raus. Upsi. Naja, gut. Zum Politatieren wird es schon noch reichen. Hä? Ich muss nächstes Mal noch ein bisschen mehr machen. Ich muss erstmal die andere Quest mit auf normal bringen. Und dann olle Bobbe weiter. Verköstigen. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier die ganzen Messerfallen und die Schocker drin. Und die Loot sind ja auch noch da. Ihr seid doch da, oder? Hoffe. Das wird schon. Alter, zum Glück. Aber das ist ja auch. Ich würde mir wünschen, dass ich das noch werten kann. Aber kann ich nicht. Ja, doch. Ich gehe doch schon raus, Spiel. Ich gehe doch schon raus. Also, ich habe euren Tipp umgesetzt.
Ich habe jetzt hier die auch nochmal ummantelt. Ne? So, und jetzt bin ich eben halt drauf und dran, das hier hochzuwerten, ne? Ich sollte erstmal das machen. Wie gesagt. Das wird nicht reichen. Aber eher von der Stahlseite her. Aber gut, das ist ja dann bloß, wenn die vorbeilaufen, werden sie vielleicht mal ein bisschen dran rumknappern oder so. Ah, das wart. Das wart ja mal wieder. Mehr ist... Moment mal. Oh. Was sagt mein Portemonnaie-Stand? Lass mich in Ruhe. 18 Uhr, fast 19 Uhr. Das geht gleich los, Leute. Das ballert gleich. Apropos Ballern, das was überhaupt nicht passt, was das Ballern betreffen tut, ist meine Waffenauswahl. Was soll denn ditte? Immer ditte und immer datte. Ja, komm. Jetzt. Wie kann das jetzt nicht reparieren? Ich hab doch. Also vor 5 Sekunden hatte ich noch ja. Ach, ich brauche doch dafür Schnipper. Ich habe doch ja keine Schnipperpakete. Gut, mal gucken, wie lange die aushält. Achso, ich wollte ja noch Sachen kaufen. What is with the money? Da ist the money. Also, wie gesagt, erstmal Munition und dann kicken wir mal wegen Eisen und so. Munition. Da. Nee, das geht. Achso, Chefkoch. Ich wollte jetzt gerade sagen, was sucht denn das da? Da, Pulli Banzai. Banzai! Sorry, tut mir leid. Nee, tut das nicht. So. Pistolen. Ach nee, Pistolenmunition brauche ich nicht. Ich sag mal, wenn ich hier... Ja, gut, das bringt mir ja nichts. Ich wollte gerade sagen, müsste ich doch eigentlich hoch das andere Zeug hier finden. MP5. Aber leider bloß eine... Naja, gut. Sag mal, hatte ich nicht auch eine schon gefunden gehabt? Fast vergessen. Ich bin der Meinung, ich hatte schon mal eine gefunden gehabt. Ja, gut. Denkste. Was denkst denn du dir? So, Munition. Raus. Nee, das war die Munition. So rum, ne? Ich glaube, das war die Munition. Ach nee, das ist die Munition. Das bin ich mir unsicher. Ist ja nicht so schlimm. Meint er, das reicht an Waffengewalt? Wenn das knallt. Nee, warte mal. Abbrechen, 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 abbrechen! Du sollst die Munition nehmen. Und du nimmst natürlich die Jute. 19 Uhr. Alter, ich bin schon ein bisschen aufgeriecht. Ja, und du nimmst ihm halt den Standard. Rest. Direkte Rampe. Es ist 20 Uhr. Und ich habe da schon wieder was gehört. Verzeihtet. Habt ihr euch eingeschossen oder was? Nee, eingeschissen. So, wie gesagt, ich werde mir mal wieder versuchen, da hierin zu verkrümeln. Ne? Das wird schön. Das wird so böse, wird das. Die kann denn von hierin ballern, die schnetzeln das. Ja, ja, ist doch gut. Schnetzeln das weg, dann schnetzeln die weg und ja, gut. Mal gucken, was durchkommt. Der Doofe ist, wenn hier was ist oder so. Ich kann auch nicht fliehen, wa? Yes. Oh, oh. Das war nie so geplant. Warte mal, habe ich Eisen mit? Nee, habe ich nicht. Warum habe ich kein Eisen mit bei? Eine Eisentür.
Habe ich denn noch die 10 Eisenbarren? Na, ich muss ja so oder so runter. Nochmal. Dann schaue ich doch einfach mal nach. Und dann kann ich auch die Gerätschaft anschalten. Und dann nach oben gehen. Ach Mann. Wo ist denn die Zeit heute beleidigt? So. Ach ja, was soll's. So, das ist auch an. Leute, das ist alles an. Mordsding, sagt euch. Mordsding. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Also, wenn die Horde vorbei ist. Aber wir sehen uns ja. Ich sehe dich. Warum sind da Knacks drin? Weil die da gegenkotzen, ne? Gut, also nochmal eine Eisentür. Oh, ich sollte auch Eisenklappen herstellen, ne? Aber das kann ich mir jetzt nicht machen. Doch, kann ich machen. Mache ich so viele wie kann und dann kann ich die nämlich auch noch aufwerten und dann sind die nämlich besser. Oh, Alter. Ich bin schon ein bisschen hibbelig. Voll hibbelig bin ich. Na, mach doch mal hinne. Die anderen Fallen, die dauern 20 Minuten. Da ist die Horde vorbei, wenn die fertig sind. Ach, das wird schön. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Lass mir mit deiner Gemütlichkeit in Ruhe. Aber ich würde mal sagen, zu 50% dürften Babys und Explosionsdudes unsere Probleme sein. Ja, gut, war. Also wie gesagt, also meine Hoffnung ist, dass die Schocker das wenigstens so weit überleben. Naja, gut, reparieren. Ist. Oh, reparieren kann ich die ja nicht. Ich habe ja nichts zum Reparieren mit bei. Ich muss immer runter. Mach auf das Ding. Schneller. Schneller! Aus mir durch. Ich hab Sachen vergessen. Wie soll ich denn das reparieren? Das geht doch ja nicht. Ohne die wisse etwas nicht. Ich hab schon wieder so das Gefühl, als wenn ich. Also, ich wollte jetzt gerade sagen, hab ich jetzt eine ganze Kiste Tür gemacht oder was? Mann, Alter, das geht schon wieder so los. Die Horde kommt, Kabi nicht da. Ja, zieht eure Kniften. Ich hoffe, ihr habt sie gut poliert. Warte mal, alle Türen sind zu. Hä? Hab ich doch hergestellt. Hier ist er doch. Willst du mich verarschen? Also, das sieht mindestens nach so einer Tür aus. Also, ich weiß nicht. Was soll denn das? Das ist vielleicht genau dasselbe. Das ist wie letztes Mal. Da wollte ich auch hier. Sieht da, das geht nämlich nicht. Ich kann das ja nicht aufwerten. Vielleicht habe ich das falsche Werkzeug, wa? Jetzt ist er dazu spät. Also, Leute, ich wünsche euch viel Spaß. Ich werde erstmal die runterknallern, wa? Ne, ich mache jetzt mal die weg. Oh, ich bin aufgeregt. Ich bin sowas von aufgeregt. Die wollen mich ankotzen. Ich gehe hier hin. Ich lasse euch die ganze Arbeit machen. Gut, dass ich diesmal an die Beleuchtung gedacht habe, die sie mir letztes Mal zerkotzt haben. Naja, gut. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kommen sie an die Schocker nicht vorbei. Die müssen da durch. Und die müssen da durch. Ah, seht ihr? Aber ich lasse die noch in schön. Ne, die kommen ja doch schon da.
Die kommen ja doch schon. Ja, gut, die kommen ja auch von vorne, ne? Also ab und zu kommen sie auch von vorne. Da ist ein Kotz, so ein grüner, ekelhafter Bubblegum. Naja, ja. Naja, ja. Kommen aber trotzdem sehr, sehr gut durch. Aber ihr sollt ja auch was machen, ne? Also so ist es ja nicht. Ja, das Schöne ist, wie gesagt, ich kann ja dann hier schön durchziehen und stehe die nicht im Weg. Die müssen ja jetzt hoch rumballern. Lalalalala. Sag mal, sind die alle schon vorher tot oder was? Oh, ich hab ein Baby in Gehör. Baby ist kaputt. Das Baby hatte zerledert, glaube ich. Entschuldigung, Tür. Sag mal, bist du schon an Umeiern? Nee, der kann nicht sein. Alt okay. La 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 la. Willst du mich verarschen? Ist die jetzt schon kaputt? Ich brech das mal ab. Die Knipp ist mir wichtiger. Das ist die letzte Knippe, die ich damit machen kann. Naja. Wie gesagt, ich habe ja noch die andere. Ah, was ist mit dir los? Stupse mal bitte. Also ich würde sagen, bis jetzt ist es doch ja nicht so verkehrt. Aber bis jetzt funktionieren die Fallen auch noch. Na, 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 na. Erst hier rinkommen und dann will er ausbrechen wollen, oder was? Das geht ja mal ja nicht. Den haben wir festgenagelt. Gut, ich sollte mich hier um hier drinnen kümmern, ne? Und die schaffen das schon. Da hat irgendjemand gekotzt. Ich weiß aber nicht wer. Ich komme mal kurz runter, ich muss mal kicken. Ah, nee, oder? Doch, ja, wo? Nicht. Mal. Der blitzt so schön. Na, wie sieht's aus? Das ist ein Dämonischen. Ich lasse euch wieder in Ruhe. Ich sehe, ich lenke euch nur auf, ab. La, 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 la. Mein erster Dämonischen. Aber ich glaube, der ist weg. Sag mal, eierst du? Ich kann das nicht unterscheiden. Also für mich sieht es aus, als ob die nur rumeiern. Ich kontrolliere das mal. Nö, die sind okay. Die sind alle noch okay. Was man hier von meinem Vulkan nicht sagen kann, wie gesagt. Ist eben halt eine Orange, ne? Gut, ich will den Tag noch nicht vor den Abend loben, aber für 64 ist das ganz schön billo. Aber ist ja noch nicht alle Tage Abend, wa? Die werden ja hier noch aufgehalten. Ja. Deswegen immer Butter bei den Fischen. Nicht wart. Jetzt wird geschnippert. Was der Zeug hält. Also voraussetzt die Munition drin. Aha. Die ist schon, wie gesagt,
wie ihr gesagt habt, perfekt. Davon zwei. Oder drei. Je nach Munition. Oh, warten Sie mal. Ach nee, das ist ja so eine Munition. Ja, stimmt. Gerade sogar nicht. Sollte man nicht auch mal die Munition darin machen? Hallo, hallo. Wo wollen Sie denn hin? Ich habe so das Gefühl, da ist irgendwas ausgefallen. Nö, das funktioniert noch. Nee, das ist doch nicht ausgefallen. Na? Ah, doch. Hier, der Strom, der funktioniert nicht mehr. Doch, jetzt will er. Was ist hier mit diesem Strom nicht? Also, was stimmt damit nicht? Ja, doch, jetzt funktioniert das wieder. Was ist denn bitte? Mal funktioniert das nicht. Oder ich bild mir das bloß ein. Ich hätte meine Ahnung, Reparierpakete machen sollen. Ich muss mal husten. So, da bin ich wieder. Der ist weg. Der ist weg. Oder auch nicht. Jetzt. Oh ja. Keine Panik auf der Titanic. Die kriegen wir schon. Ihr sagt, die sind ja auch noch da. Sag mal, warum halten. Genau. Warum sind die nicht da, wo sie sein soll? Weil die Tür interessiert uns ja jetzt eh nicht mehr. Stopp! Oh! Das ist so. Die ist gut für Demolition. Würde ich jetzt erstmal behaupten. Die ist generell gegen alle gut. Wie viel habe ich noch? 600 Schuss. Das ist natürlich wieder schön. Mann, das ist doch doof. Dass hier alles im Weg hängt. Es funktioniert. Er versucht sich durchzukrabbeln, aber ist nichts. Ich hab den entkrabbelt. Was hat's denn da schon darum? Ist hier. Noch kein Vogel hier zu sehen. Tät ich jetzt erstmal behaupten. Sag mal, wie sieht's denn bei dir aus? Ja, ein bisschen. Bisschen reparieren können wir. Nee, nee, du nicht so. Oh, wir haben es ja schon 1 Uhr. Und Mrs. Voldemort meldet sich auch schon nicht an. So, muss ich dich auch reparieren? Nö, aber ich mache trotzdem. Oh, guck mal da. Der Boden, der war ja schon ganz schön geschädigt. Ich muss aufpassen, dass ich da nicht runterfalle. Ihr wisst ja, ich neige dazu. Alter, ihr hättet recht gehabt. Also. Rein theoretisch brauchst du davon 2 Kniften und dann ist die Horde durch. 2 Uhr.
Gut, ich hätte auch noch die andere Sneaker mit hochnehmen können. Die ist ja auch schadenstechnischerweise ganz gut. Wahrscheinlich hätte ich das machen sollen. Ja, wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Halt, bleiben Sie mal. Ja. Ich glaube, der ist tot, wa? Also, der sah sehr tot aus, also. Hey, hey, hey. Achso, du. Da bist du. Da warst du, meinte ich. Sorry, tut mir leid. Gleich mal weggeschleudert. Also hier oben lüftet, also das läuft auf jeden Fall besser als letztes Mal. Und ich sehe, wie gesagt, die haben da unten ihren Spaß. So, das ist der nächste. Da müsste gleich nochmal einer kommen. Ach nee, das ist so ein Soldat. Es war nur ein Soldat. Also irgendwas ist da gerade explodiert. Na, ich bin gespannt, ob hier unten bei uns da irgendwas weggesprengt worden ist. Oder weggesprengt wird. Also bis jetzt sieht es ja aus, dass wir das überleben. Aber immer noch. Jede Minute ein paar Zerquetschen. Der legt sich auf den Loot hin. Das ist mein Loot. Stimmt ja nicht, das ist meiner. Na? Ah, genau. Achso, das war ein Hund. Ich wollte gerade sagen, weil das dann hier so schnell durchgepiest. Oh, da und da und... Da und da, da. Munition habe ich ja noch. Nur die Knifte dürfte irgendwann mal dritte. Also ich muss mir auf jeden Fall Schneebaum-Repair-Kits herstellen. Mit Bart. Nee, Bart nicht. Nee, warum hat sie ihn gerade nie geschossen oder? Ach nee, da. Ich wollte jetzt gerade sagen. Der Sound kam nicht so ganz durch. Ah, die Dicken dürfen auf keinen Fall hier explodieren. Warte mal, ich krieg mal schnell Reparatur. Ja, ja gut. Muss ich noch nicht. Muss ich noch nicht. 3 Uhr. Oh, 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 was haben wir denn da? Und weg. Und weg. Alter, zum Glück habe ich das hochgedreht, Alter. Eure Tipps sind einfach zu krass. Die sind einfach Wahnsinn. Erstmal ohne Wehen kann er nichts machen, wa? Da ist noch einer. Staun, dass die Zäune so lange aushalten. Was haben wir denn da? Ein Toter. Jetzt ist er kaputt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig, aber... Ich gehe mal davon aus, ein paar Sekunden halten wir auch aus, oder? Jetzt heißt das nur noch hinhalten in den Lachs. Ein Baby. Oh.
Ich hör's ja. Oh, das ist hier unten drin, wa? Ah, das ist vorne explodiert. Haha! Mein Weg ist so breit. Der bringt dir nur Spiegel. Eine Munition. Da ist der nächste Dämonisch. Am besten mach's mal bitte hin, weil der muss sterben. Wahrscheinlich stirbt er an der falschen Stelle. Alter, der ist ja durchgefäßt bis zum Mittelmeer. Der ist ja fast durch. Oh, der blinkt aber rot. Also eigentlich ist er tot. Wenn er jetzt nochmal explodiert, dann bin ich sauer. Nee, das ist keiner. So, wie gesagt, wir haben die auf Irre gestellt. Oh, 64 Zombies, was soll ich noch machen? Also wenn ich mir jetzt noch mal so eine Schnipper baue und Munition und Ende, also was wollen die machen? Das hat ein Knüppel in der Hand, Baby. Böse Baby. Aber ich würde mal sagen, das war gewesen, oder? Ja, ins Ehe kommen noch. Leute, wir haben es hinter uns. Eine 64er Horde. Oh no. Na, die Horde geht weiter. Wir kriegen ja Besuch. Tierischen. Sag mal, stirbt der oder stirbt der? Ja, jetzt stirbt er. Ich mach mal kurz die Maschinerie aus, weil wir müssen das ein bisschen ruhiger beenden. Ich würde mal sagen, ich mach die aus. Aber ich höre gerade, also ein Elektrozaun ist entweder kurz vorn kaputt oder ist kaputt. Oh, jetzt die restlichen müssen wir wegballern. Das war's. Das war's. Der große Loot. Das war ja richtig geil. Naja, gut, war. Danke eure Unterstützung. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie gesagt, die haben ja ausgehalten. Mal nachkicken. Wie die Türme aussehen. Ups. Ja, gut, essen muss ich ja so oder so. Das sieht noch ganz gut aus. Ja. Ist das HD? Nee, ist normal. Wo sieht nochmal raus? Hallo, Teddy. Hallo, Teddy. Nice. Also, ich würde sagen, das hat halt überlebt. Also, bis auf ein paar Kratzer, was ich auch wieder alles richtig machen kann. Also, bin ich sehr positiv überrascht. Also wirklich, ich bin hin und weg, bin ich. Also, warten Sie mal, Game Stage. Gut, wir haben ein Level dazu gemacht. Gut, ist auch ein bisschen schwierig jetzt ab Level 90 nochmal hochzukommen. Also, 355er Game Stage haben wir. Wir haben jetzt 11.000 Zombies gekillt insgesamt. Das ist schon eine Hausnummer. Das ist schon eine Hausnummer. So, na gut. Ich würde mal sagen, ich werde jetzt hier noch schnell meiner Sucht frönen. Ihr wisst, was passiert. Jetzt kommt erstmal der Kabinenstaubsauger ins Spiel. Was das Loot angeht.
So, das mache ich gleich mal clean. Er sagt, ich brauche ja den Stoff. Alter, ich brauche den Stoff. Ich kann ohne den Stoff nicht leben. Und die Munition schmeiße ich jetzt auch wieder hier hin. Alter, und ich habe gedacht, ich werde in Munitionsknappheit kommen. Wie verrückt ist denn das gewesen? Wie konnte ich nur? Pass auf. Nächste Horde, denke ich hier genauso. Und dann reißen sie uns die Hütte ein. Obwohl, die haben uns ja zwei, dreimal die Hütte eingerissen. Und das ist jetzt quasi der Ausgleich. Die haben sie gedacht, naja, nochmal machen wir das nicht. Der muss erstmal wieder gebased werden. So, hier waren ja noch welche. Aha. Gehen Sie mal bitte zur Seite. Warten Sie mal, ich mache sie mal kurz weg. Da. Gehen wir davon aus, dass jetzt nicht nochmal Bär kommt. Oh, ich glaube, ich hätte nicht sagen sollen. No. So einfach ist also looten. Aha. Das muss ich mir merken. Wir werden jetzt mal hier bei uns Party feiern. Na gut, immer ist auch ein bisschen schwierig, ein bisschen munitionsintensiv. Aber was ich gelernt habe? Naja, gut, lernen ist falsch. Das wussten wir ja vornherein. Ich brauche mehr Repair-Kits. Und zwar für die Schnipper. Und hätte ich jetzt noch die anderen Schnipper mit hochgenommen, dann wäre das natürlich richtig knorke gewesen. Nice. Ach, ich musste noch nicht mal die benutzen. Ich hab die ja nie benutzt. Oh ja, gut. Also, Leute. Ja, gut. Ist noch nicht aufgewertet, ne? Also, aber wenigstens der Kern ist knackig geblieben. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Träumchen, abonniert den Kanal. Und eine Kanalmitgliedschaft wäre auch sehr, sehr nett. Damit unterstützt er mich sehr, 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 sehr doll. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bin dann erstmal raus. Tschüss.